Ich soll wieder unbedingt was zubereiten. Und heute haben wir ein Mega-Experiment für euch. Wir werden auf echte Lava eine Krabbe zubereiten. Ja Leute, danach machen wir das gleiche mit geschmolzenem Kupfer. Wir werden den Unterschied feststellen und wir werden auch feststellen, ob Lava schafft, den Panzer von Krabbe durchzubrennen. Wie ihr bereits wisst, habe ich schon mal einen Fisch oder einen Oktopus auf Lava zubereitet. Wir haben damals überprüft, ob das möglich ist, einen Oktopus auf Lava zuzubereiten. Wir haben auch ein Straußenei auf echte Lava zubereitet. Langsam denke ich, dass mein Kanal langsam zu Kochkanal wird. Wir werden diesen Krabben ganz schnell zubereiten und danach essen. Wir werden heute zwei Krabben zubereiten. Den einen werden wir auf echte Lava zubereiten und den anderen auf dem geschmolzenen Kupfer. Wir werden das heute ganz schnell machen, Leute. Aber nur so schnell, wie schnell das Lava den Krabben durchbrät. Lasst uns langsam anfangen und die Lavasteine erstmal in meinem Ofen schmelzen. Wow Leute, es ist wirklich unglaublich schön zuzusehen, wie Lavasteine schmelzen. Ich könnte stundenlang da sitzen und da zuschauen. Wisst ihr was? Es ist langsam sehr kalt draußen. Neben dem Schmelzofen zu sitzen und auf das Feuer zu schauen, ist richtig cool, Leute. So Leute, wir werden jetzt langsam anfangen. Wir richten unseren Krabben für die Zubereitung her. Wer von euch hat schon mal so einen Krabben gegessen? Schreibt mir bitte in die Kommentare. So Leute, unsere Lavasteine sind schon geschmolzen. Wir schmeißen ein paar nach und werden dann den Obsidian auf unseren Krabben gießen. Ach ja Leute, lasst uns abstimmen. Was meint ihr? Wird Lava den Panzer vom Krabben durchbrennen oder nicht? Wenn ihr meint, dass Lava es schafft, dann schreibt mir in die Kommentare Hashtag Lava. Und wenn ihr meint, dass das Panzer von Krabben durchhält, dann schreibt ihr bitte in die Kommentare Hashtag Krabbe. Verwechselt aber den Panzer von Krabben nicht mit dem Panzerglas. Obwohl Panzerglas hat auch irgendwann mal nachgegeben. Wie immer achten wir sehr auf unsere Sicherheit, deswegen die Schutzkleidung. Wir machen unseren Ofen aus, aufmachen, vorsichtig den Gefäß rausholen und los geht's. Oh, wow Leute, das war richtig cool. Unsere Lava hat den Krabben komplett bedeckt. Nur die Krabbenscheren schauen raus. Wir warten ein wenig, bis Obsidian unseren Krabben durchgebraten hat. Hört ihr das? Wie es knackt? So Leute, er kühlt sich langsam ab und wir werden jetzt den Obsidian runternehmen und nachschauen, was da ist. Oh cool Leute, Obsidian geht wie immer ganz leicht ab. Oh, und was ist mit dem Krabbenpanzer? Okay, wir nehmen ihn jetzt raus und probieren endlich mal den Krabben. Leute, guckt euch das an, der Krabbe hat seinen Panzer verloren. Obsidian brennte den einfach weg. Wir werden jetzt das Obsidian-Krabbenfleisch probieren.
Ohne den Panzer ist es ganz leicht, den Kraben aufzuschneiden. Wie sich herausgestellt hat, ist es besser, von unten anzufangen. Unten ist der Krabbe auch ganz, ganz weich. Und hier ist das Fleisch. Es riecht auch ganz gut. Ich probiere es mal. Naja, Leute, es schmeckt irgendwie auch nach Fisch. Ich weiß nicht, ob ich den euch empfehlen würde. Die Zubereitung wäre auf jeden Fall nicht zu empfehlen. Denn ihr habt keine Lavasteine. Also Leute, lasst uns den zweiten Versuch starten. Wir schmilzen jetzt Kupfer und werden den zweiten Kraben zubereiten. Diese Variante wird genauso cool sein, denn Kupfer ist viel, viel flüssiger. Es schaut einfach viel cooler aus. So Leute, wir stellen unseren Gefäß mit Kupfer rein. Geschmolzenes Kupfer ist ziemlich flüssig, die wird in jede Krabenöffnung reinkommen. Ich hoffe, die Zubereitung wird genauso schnell sein wie mit echter Lava. Wow Leute, unser Kupfer ist bereits schon flüssig. Diese Hitze, das ist jetzt unglaublich heiß. Das coolste an der Zubereitung ist, dass das Panzer die Hitze abhält. Der verbrennt zwar, aber innen drin wird der Krabbe komplett durchgebacken. Lasst uns einfach anfangen. Leute, das war doch mega, mega schön. Wer von euch hat diese kleinen Tropfen gesehen, die von dem Kraben einfach runtergepellt sind? Der Krabbe ist ziemlich feucht und sein Panzer ist so stabil, dass das Kupfer einfach runterpellt. Aber wisst ihr, was wir jetzt festgestellt haben? Dass Krabenpanzer gegen Kupfer eine wirkliche Waffe ist. Er hat ihn regelrecht geschützt von Kupfer. Im Endeffekt hat der Krabbe nur von unten Hitze bekommen. Am Schluss mussten wir sogar so eine Kupferplatte oben drauf legen, damit er von oben wenigstens ein bisschen durchgebraten wird. Also Leute, wir haben uns aber unnötige Sorgen gemacht. Auch wenn der Krabbe von unten gegart wurde, ist er komplett durchgebacken worden. Es ist wie so ein geschlossenes Topf. Alles, was in dem Panzer drinnen ist, wird einfach durchgebacken. Seht ihr das? Wir können ihn ganz leicht öffnen. Und hier ist das Fleisch. Es riecht genauso wie beim Obsidian. Und wir probieren es. Und ja, genau dasselbe. Es schmeckt einfach nach Fisch. Und ein Hauch vom Kupfer. Also Leute, wie wir das festgestellt haben, ist es möglich, auf Lava Essen zuzubereiten. Man muss es einfach nur bedecken oder wie beim Kupfer unten drunter gießen. Echtes Lava eignet sich aber meiner Meinung nach besser, da es am Essen oben einfach heften bleibt. Leute, 100.000 Aufrufe und ich werde irgendein Essen aus euren Kommentaren zubereiten. Also schreibt mir in die Kommentare, was ich noch alles zubereiten soll. Like das Video, abonniert meinen Kanal, um kein Video